Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Hallo Freunde. Heute von einer neuen Ikone. Ja, wir haben jetzt lange drauf gewartet, aber jetzt endlich machen wir ihn, und zwar Davor Šuker. Erstmal zum Preis. 770.000 ist eine Ansage, auf der Xbox sogar noch leicht mehr, aber er hat auch Hochmittelarbeitsraten und natürlich perfekterweise 4 Sterne, 4 Sterne. Und bei den Attributen sieht man auch, warum er so teuer ist, weil als Stürmer ist er wirklich Meta. Tempowert mit einer 86 auf der Karte ist schon gut, mit einem Hunter noch weiter gepusht und jetzt sieht er richtig geil aus. Der Schuss, da kann man gar nicht meckern, der sieht richtig brutal aus. Der kurze Pass mit einer 84 geht vollkommen klar, der lange Pass ist das große Manko. Die Schwäche der meisten Stürmer ist auch bei ihm hier so. Aber dafür das Dribbling, 85, 84 Beweglichkeit balanced, und das ist das Ding, der ist Meta, der ist krass und deswegen kommt auch so ein hoher Preis zustande. 89 Ruhe noch dazu, das bedeutet, er sollte wirklich eiskalt vor der Bude sein. Noch eine geile Sache ist 86 Ausdauer, das bedeutet 2 Halbzeiten plus Verlängerung ist safe drin mit ihm. Bei den Eigenschaften bringt er noch den Außenschuss mit, leider nicht den angeschnittenen Schuss, aber haben es besser als brauchen. Insgesamt sieht die Karte richtig interessant aus. Richtig gespannt. Ich frage mich jetzt wirklich, ist er wirklich krass Meta und bringt er diesen Preis wirklich auf den Platz? Also, lass uns mal gucken. So, Vorlage für Messi. Wow, da ist das Ding drin. Also die ersten Meter mit ihm sind ganz in Ordnung, muss ich sagen. Also so muss ich es einschätzen, bis jetzt. Wieder schön durchgesteckt für Messi. Nächstes Ding. Also, das sah gut aus. Ja, das war der lange Pass. Ich muss sagen, bis jetzt kann ich da wenig meckern. 68, Mann. Schön gedreht. Der Drehung, da immer die ganze Achse. Ja, okay, das war ein sehr gutes Tor. Ja, also das ganze Spiel bisher ist relativ schwierig. Kriegt jetzt nicht so viele Szenen. Erstes Tor von ihm ist da. Kann weitergehen. Und Distanzkracher, schade. Aber man sieht, der Antritt ist auch da, ne? Also auf jeden Fall. Also das erste Spiel war richtig hart. Er hat 2 Vorlagen gemacht, 1 Tor, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Waren nicht besonders viele Szenen. Alter, 7 Versuche, Mann, ist Zeit. Hat sich aber nicht so angefühlt, dass er so was. Ich sag's mal so, also das erste Spiel, da muss ich sagen, war noch keine 700.000 wert. Lass mal weiter gucken. Starker Fuß. Aber ich wollte ihn extra drauflegen, gucken, wie er schießt. Also aus der zweiten Reihe. Sah nicht schlecht aus. Oh, jetzt aber. Ja, und das war aber ein Laufweg. Alter, Alter, der war gut. Ja, langsam krieg ich's hin mit ihm. Langsam. Oh. Ja. Im Abschluss ist der stark. Ja, Mann. Er will sich denn irgendwie immer auf den linken legen? Aber wenn er die reinmacht, soll er es machen. So. Oh, der ist rangekommen. Krass. Ja, seine Schüsse sind nicht wie ein Strich, ne? Also, wow. Lewandowski, Player of the Month. Der hat einen krassen der Schuss. Hat einen krassen, den hat er natürlich leider nicht. Šuker gegen Van Dijk. Oh, ja. Und Šuker macht das Ding. Puh, bisschen cringe, aber er macht's, ne? Irgendwie kommen die Werte bei ihm alle gut rüber, aber leider nicht alle top, top, top. Oh, der muss sitzen. Oh, aber schön. Mit dem Fehler leider nicht getroffen wird. Er hätte mit Außenriss sein müssen. Ja. Oh, jetzt ist er schön gelaufen. Ein Schritt in die falsche Richtung. Das war mein Fehler. Aber man muss natürlich auch sagen, in dem Spiel haben wir auch das Glück für das Review, dass er gegen wieder 2 richtig geile Verteidiger, Van Dijk und Gomez, spielen muss. Und da muss man sich natürlich richtig beweisen gegen diese 2 Brocken. So, kriegt er noch eine Chance? Boah, holt er sich den zurück? Ah, schade. So, darf er das letzte Ding auch noch versenken? Ja, Dribbelwerte kommen schon nicht schlecht. Die kommen echt nicht schlecht. Schwache Aber Fuß. Wie du sagst, der Abschluss, das ist nicht so ein Bums wie bei Lewandowski. Na, das hast du jetzt hier auch wieder gesehen. Also auch dieses Spiel, Davor Šuker, eine solide Leistung gebracht. Ich bin noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit ihm. Weißt du, was du meinst? Ich
kann auch noch nicht 100% sagen, was hier abgeht. Ey, komm, lass uns noch mal ein Spiel mit ihm machen. Oh, das war schön, alter Schwede. Oh Mann, das sah schon besser aus. Weiter geht's. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh Mann, jetzt komm. Und durchgesteckt auf die andere Seite. Aber richtig miesen Pass abgekriegt, da musst du jetzt kämpfen. Schwacher Fuß. Ach, schade. Hat aber auch 4 Sterne, aber leider mit denen, ich glaube bis auf ein Tor waren die nicht so krass. Oh, so, jetzt aber Vollgas. Ah, meinst du, es klappt? Ja. Und? Oh, meine Güte, schade. Ja, irgendwie, es zieht sich so durch. Na, er braucht viele Versuche. Ei. Ah, das letzte Tor bleibt ihm verwehrt. Ja, Mann, also, das Spiel wird hundertprozentig in der Niederlage auch enden. Der hat uns jetzt mit seinen Fehlschüssen echt die Haare gekostet, ne? Leider. Boah. Also jetzt wieder mal mit Geschwindigkeit und ein bisschen Skill. Komm, noch ein Kracher. Ja, schade, Distanzschuss. Und jetzt haben wir das Problem, was wir die ganze Zeit haben. Jetzt hat er wieder die Torschuss vergeben. Okay, der war auch hart, schwer zu schießen. Aber was passiert? Wir kriegen wieder direkt einen Konter. Und das ist eine Katastrophe in diesem Teil. So ist das Spiel auch ausgegangen. Zähneknirschend nehme ich das hin. Also, ich habe gerade Bauchschmerzen. Ab ins Fazit. Das waren die Spiele mit Davor Šuker. Also, er hat viele Buden gemacht, aber ich muss zugeben, ich hatte eine sehr, sehr hohe Erwartung an ihn. Die Messlatte war sehr hoch, die hat er definitiv nicht gerissen. Die Werte, die sehen eigentlich so cool aus. Wirklich, ich habe erwartet, dass er dieser Schritt zum günstigen Metaspieler ist, der jetzt hier richtig rasieren wird. Also ja. Das ist er leider nicht. Genau, das ist er nicht. Also ein Butragueno ist er schon mal nicht, aber der ist auch vom Preis höher. Aber ich sag dir auch, wir haben letzte Woche gerade erst Bergkamp gemacht. Mhm. Da sind die im Preis beide gleich. Ja. Und ich sehe Bergkamp leider voll weit vorne, obwohl ich jetzt kein Bergkamp-Fan bin, Leute. Ja. Ne? Aber ja, ich habe mit Bergkamp gespielt, besser als er. Ja, viel besser zu unserem Spielstil jetzt gepasst. Er ist auf gar keinen Fall irgendwie ein Reinfall oder so. Ne? Er hat einige Buden bei uns gemacht, hat uns so auch an sich gefallen, aber wie gesagt, für den Preis hätte ich dann doch jemand genommen, der, ja, ich weiß nicht, ein bisschen mehr bringt. Das Schlimmste waren die ganzen Fehlschüsse, wodurch man dann Konter kassiert hat, wodurch man dann Gegentore kassiert hat. Das darf auf gar keinen Fall bei diesem Preis passieren. Ich hatte in Game ab und zu das Gefühl, dass er sich die Pille extra auf links legt. Ja. Ja, seltsamerweise, obwohl er 4 Sterne hat, ne? Das habe ich auch nicht gecheckt. Insgesamt hätten wir gesagt, ja, man kann ihn probieren, ist aber nicht das Allerbeste, leider. Er hat aber noch eine Prime-Karte, auf die warten wir auch und hoffen, dass die natürlich so richtig abgeht. Ja, Mann, die werden wir auf jeden Fall noch probieren, weil so können wir den nicht stehen lassen. Nee. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde uns richtig helfen. Für alle, die noch nicht abonniert haben, bitte lasst ein Abo da. Würde uns mega, mega 100%. Supporten. Sonst, Leute, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Rein.